Einen wunderschönen guten Abend. Es freut mich, dass ihr so zahlreich angekommen seid. Die Silvia möchte mit euch heute reden über digitale Mündigkeit für Einsteigerinnen. Im echten Leben, also außerhalb dieses Schiffes, ist Silvia Informatiklehrerin. Und sie will heute mit uns darüber reden, was Entscheidungen, die wir im Internet treffen, eigentlich mit unserer Demokratie zu tun haben und wie diese beiden Dinge sich beeinflussen. Ein Riesenapplaus für Silvia! Dankeschön, Molly. Molly hat gerade gesagt, wer ich bin. Ich möchte noch vorweg schicken, wer ich nicht bin. Also ich bin keine IT-Sicherheitsexpertin und auch keine Juristin. Das, was ich hier erzähle, ist so aus der Perspektive dessen, was ich mir so angelesen habe im Internet und was ich auf diversen Chaos-Events gelernt habe, bei verschiedenen Talks und so weiter. Genau, was meine ich mit Mündigkeit? Das soll bedeuten, dass wir selbstbestimmt handeln und verantwortungsvolle Entscheidungen treffen, also auch im digitalen Raum verantwortungsbewusst handeln und vor allem die Nebenwirkungen unseres eigenen Handelns reflektieren und dementsprechend unsere Entscheidungen wertebewusst treffen. Also geht es uns vielleicht um Schönheit oder ist Demokratieerhalt vielleicht schöner als Schönheit, dass die Apps fancy sind und so weiter. Das Gegenteil von der Mündigkeit wäre Paternalismus, also dass ich die Einstellung pflege, die anderen, also die Mehrheit der UserInnen oder eben Big Tech, die wissen schon, was gut und richtig für mich ist. Ich habe den Vortrag benannt nach einem Buchtitel von Lena Simon, die bei Digital Courage aktiv ist. Und dieses Buch kann ich auch sehr empfehlen. Ja, was kann denn unser Handeln im Internet schon für Nebenwirkungen haben? Also wir können die Demokratie gefährden, indem wir zum Beispiel unreflektiert also Haltungen aus Social Media übernehmen, was uns dort präsentiert wird und auch, das ist dann noch schlimmer, die Dinge, die wir da so, denen wir begegnen und die wir nicht nachprüfen, dann weiterteilen. Das wäre so das Stichwort Medienbildung, worum es jetzt in diesem Vortrag nicht gehen soll, was aber auch extrem wichtig ist, gerade für junge Menschen. Und worum es heute in dem Vortrag geht, ist, dass die unüberlegte Datenpreisgabe im Internet unsere Demokratie und Freiheitsrechte gefährden kann. Das klingt jetzt vielleicht für viele erstmal überraschend. Also wenn ich da viel über mich preisgebe, das soll jetzt die Demokratie gefährden. Das kann ich nicht in 2, 3 Sätzen erklären. Ich bin noch auf der Suche nach kurzen Argumentationen, wie ich das vielleicht auch auf einer Party in 2, 3 Sätzen rüberbringen kann. Vielleicht haben da Menschen unter euch dann Ideen. Also ich bin dann ansprechbar noch nach dem Talk und bin da immer an Diskussionen interessiert. Ich nehme mir dann jetzt hier 50 Minuten Zeit für diese Frage, was das miteinander zu tun hat. Also in dem Vortrag soll es eben darum gehen, dass Demokratie und Freiheitsrechte etwas mit Bewusstsein für Datenschutz zu tun haben und dass wir als ganze Gesellschaft etwas zu verlieren haben, dass es halt hier um eine kollektive Dimension geht. Also hier geht es nicht darum, dass wenn ich WhatsApp benutze, dass das irgendwie unsicher sein könnte, wie manche das so ausdrücken, und ich selber jetzt Opfer von kriminellen Hackern werde oder sowas. Darum geht es jetzt hier nicht, sondern dass wir als ganze Gesellschaft Dinge zu verlieren haben. Da werde ich erst noch mal auf Begriffe eingehen, zum Beispiel auf diesen Begriff des Datenschutzes, was ja irgendwie sehr unsexy geworden ist mit den Jahren. Den möchte ich ein bisschen rehabilitieren und dann eben auf die Handlungsoptionen schauen und dann noch einen kleinen Exkurs in Richtung digitale Mündigkeit innerhalb von Liebesbeziehungen. Ich habe hier mal verschiedene Schutzziele aufgeschrieben. Nach einer gewissen Logik habe ich die links oder rechts einsortiert. Da mal bitte kurz drauf schauen und mal überlegen, nach welcher Logik habe ich hier Dinge auf die linke oder auf die rechte Seite geschrieben. Mhm.
Also ich beantworte es gerade selber. Auf der linken Seite stehen Dinge, wo wir Dinge schützen wollen. Also wir wollen die Umwelt schützen durch Umweltschutz, wir wollen die Arten schützen und so weiter. Und beim Virenschutz wollen wir natürlich nicht die Viren schützen und beim Sonnenschutz auch nicht die Sonne, die wird nicht kaputt gehen, außer dann in 5 Milliarden Jahren. Also da wollen wir uns vor etwas schützen. Und ich glaube, dass das Wort Datenschutz deswegen als so unsexy empfunden wird, weil Menschen sich gar keine Gedanken darüber machen, ob das jetzt hier zum linken oder rechten Teil gehört. Wir haben ja Daten jetzt noch nie weinen sehen. Warum sollen wir die schützen? Also es geht nicht darum, dass die Daten geschützt werden, sondern Datenschutz bedeutet, dass wir Menschen vor dem Missbrauch der Daten schützen. Also dass für die Menschen ein Schaden entsteht. Es geht nicht darum, die Daten zu schützen. Und wenn man mit Menschen spricht, also ich gehe ja davon aus, hier sitzen ohnehin Menschen, die sowieso von vornherein schon sensibilisiert sind und vielleicht eher selber fit werden wollen oder noch fitter werden wollen im Argumentieren mit Mitmenschen. Deswegen habe ich mir hier mal den Begriff der ärztlichen Schweigepflicht herausgesucht, weil der noch nicht so erodiert ist. Also ich glaube, wenn Menschen den Begriff ärztliche Schweigepflicht hören, dann gehen sie schon davon aus, oh, das ist jetzt was Wichtiges, das kann man nicht einfach über Bord schmeißen. Und da ist eben die Frage, warum es die denn gibt. Und da geht es ja drum, Menschen vor Stigmatisierung zu schützen und vor Diskriminierung. Also, dass man zum Beispiel Menschen davor schützt, dass, wenn sie eine bestimmte Diagnose haben, aufgrund dieser Diagnose vielleicht keinen Arbeitsplatz bekommen, keine Mietwohnung und so weiter. Und dieser geschützte Rahmen, dass man weiß, man kann sich auf die ärztliche Schweigepflicht verlassen, das ermöglicht erst, dass man sich überhaupt Hilfe holen kann. Und dann möchte ich noch auf eine Sache eingehen, die mir auch sehr die Augen geöffnet hat, wenn man jetzt sagt, Datenschutz ist der eine Wert, aber Transparenz ist doch irgendwie auch cool. Also da ist die Sache, dass man das Machtgefälle immer mitdenken muss. Und zwar, wenn irgendwo Informationen fließen, dann geht es in aller Regel darum, dass zwei Akteure miteinander kommunizieren, wo einfach ein Machtgefälle da ist. Also der starke Akteur ist eben oft ein Staat oder ein Konzern. Und die schwache Akteurin, die heißt dann oft Kundin oder Bürgerin. Und wenn jetzt der Datenfluss das Machtgefälle hinuntergeht, dann ist es ja so, dass das den schwachen Akteur dann eher noch schwächer macht. Und wenn aber die Daten in die andere Richtung fließen, jetzt habe ich es gerade falsch rum gesagt. Also wenn Daten vom starken Akteur zum schwächeren fließen, dann macht es den Schwachen eher stärker. Und das ist etwas, was wir uns wünschen. Und das hat dann nichts mit Datenschutz zu tun, sondern diese Richtung wollen wir verstärken. Und das nennt man dann Informationsfreiheit. Und da gibt es ja in Deutschland auch ein Informationsfreiheitsgesetz. Und die umgekehrte Richtung, dass der Schwache noch mehr Daten preisgibt, dazu gezwungen wird oder freiwillig oder wie auch immer, das macht den schwachen Akteur noch schwächer, das erhöht das Machtgefälle und das möchten wir einschränken. Und diese Einschränkung dieses Datenflusses in die falsche Richtung, das nennt man dann eben Datenschutz. Kurz zur Informationsfreiheit, da gibt es eine tolle Webseite, fragdenstaat.de, die erleichtert, Anfragen zu stellen nach dem Informationsfreiheitsgesetz. Und das ist ein Projekt der Open Knowledge Foundation Deutschland. Zu dem Missbrauchspotenzial. Ich habe ja gerade behauptet, dass wenn Daten über eine Person vorhanden sind, dass das sozusagen diese Person schwächen kann. Also ein Missbrauchspotenzial ist Diskriminierung, zum Beispiel eben am Arbeitsmarkt, Preisdiskriminierung. Also das ist ja bekannt, dass je nachdem, mit welchem Gerät man kommt, ob man jetzt mit einem iPhone kommt oder mit einem eher günstigen Android-Handy, dass man dann verschiedene Preise angezeigt bekommt oder auch, dass Preise für Versicherungen variieren können, je nachdem, was so bekannt ist. Dann kann man
wenn Daten vorhanden sind, Menschen manipulieren. Da werde ich noch genauer drauf eingehen. Also das ist insbesondere bei Wahlen sehr entscheidend. Und man kann mit Daten auch Opposition unterdrücken. Das wird zum Beispiel sehr gut dargelegt in dem Buch Die Datenfresser von Constanze Kurz und anderen Autoren. Da wird zum Beispiel gezeigt, dass wir alle im Alltag ja kleine Delikte begehen. Wir gehen alle mal bei Rot über die Ampel und so weiter. Wenn aber über einem Menschen viele Daten bekannt sind und man weiß, der gehört eher zur Opposition, den möchte man unterdrücken, dann besteht ja die Möglichkeit, dann ganz gezielt bei diesen Menschen zu gucken, dass auch jedes kleine Delikt bestraft wird, was alle machen, und bei den meisten wird es nicht bestraft. Und wenn einige wenige Player sehr viele Daten haben, dann entsteht dadurch auch einfach eine ungesunde Marktmacht. Hier habe ich noch einen Link auf den Videokanal von mobilsicher.de. Das ist eine vom Staat geförderte Organisation, die ganz tolle Inhalte im Internet bereitstellt, Dinge erklärt und so weiter. Und da ist auch nochmal ein Video, wo 5 Gründe für Datenschutz dargelegt werden. Da kann man sich vielleicht auch bedienen, um mit Mitmenschen argumentieren zu können. Dann eine Sache, die, glaube ich, ganz viele sich so noch nicht bewusst gemacht haben, ist das Problem der Datenhäufung. Also eine große Datensammlung ist einfach mehr als die Summe der Einzelteile. Wenn ich viele, viele sehr harmlose Daten habe, dann kann ich in denen dann einfach Muster entdecken, die ein sehr genaues Gesamtbild von der Persönlichkeit und so weiter ergeben. Mein kleines Beispiel: wenn ich eine WhatsApp-Nachricht schicke, dann fallen ja da Metadaten an. Also zum Beispiel Alice hat Bob eine WhatsApp geschickt. In den Inhalt behauptet WhatsApp, kann man ja nicht reingucken, das ist verschlüsselt. Aber die Metadaten fallen an. Also um 9.53 Uhr und 7 Millisekunden hat Alice Bob geschrieben. Das ist jetzt irgendwie so uninteressant wie nochmal was. Wenn ich aber die gesamten Daten habe, wann Alice WhatsApp rausgeschickt hat, dann kann ich daraus Muster ablesen. Wenn ich zum Beispiel lese, da sind immer Nachrichten, außer in einem Zeitraum von 1 Uhr bis 5 Uhr, dann weiß ich, also Alice hat höchstens 4 Stunden geschlafen. Und wenn es aber auch tagsüber keine Zeiträume gibt, wo mal über eine längere Zeit keine Nachricht gesendet wird, dann weiß ich auch, also Alice arbeitet nie lang am Stück mal wirklich konzentriert. Die lässt sich immer ablenken. Also nur als kleines Beispiel, man hat viele, viele total harmlose Daten. In denen kann man dann aber Muster erkennen. Und wenn die Datenhäufe nur viel, viel größer ist, dann kann man da noch viel, viel mehr entdecken. Da fehlt uns wahrscheinlich die Fantasie, um uns das alles vorzustellen. Genau, ein Punkt, der mich auch sehr beunruhigt, ist, wenn Menschen WhatsApp benutzen, dann laden sie ja automatisch auch ihr Adressbuch hoch. Das heißt, wenn ich mir diese App installieren würde und sie nutzen wollte, müsste ich die Berechtigung freigeben auf mein Adressbuch. Und dann werden ja alle meine Kontakte hochgeladen, alle meine Freunde, auch die Ärzte, die ich besuche, deren Telefonnummer ich gespeichert habe und so weiter. Und aus diesen Daten kann dann ein Social Graph erstellt werden. Hier steht jetzt jeder einzelne kleine Punkt für eine Person. Und die vielen, vielen Linien sind für Verbindungen, dass sich Menschen kennen. Und ich bin überzeugt davon, dass das ein großes Missbrauchspotenzial hat, wenn die Firma Meta das einfach von allen, also quasi von der ganzen Bevölkerung dieser Erde hat. Übrigens auch von den Menschen, die nicht WhatsApp benutzen, so wie ich, weil viele meiner Freunde ja WhatsApp benutzen und dort stehe ich wiederum im Telefonbuch. Das heißt, ich bin auch Teil dieses Social Graph, obwohl ich diese App gar nicht benutze. Die Folie, die habe ich jetzt mal von ChatGPT erstellen lassen, weil mir da noch so ein bisschen
wie soll ich sagen, mir fehlen noch so ein bisschen die Argumente, das wirklich schlüssig zu argumentieren. Mir ist das auf einer intuitiven Ebene total klar, dass das ein riesen Missbrauchspotenzial hat. Ich kann es noch nicht so gut argumentieren. Also ChatGPT sagt, dass damit gezielte politische Einflussnahme und Manipulation möglich ist. Manipulation der öffentlichen Meinung und Desinformation, Social Engineering Angriffe und Betrug und Identitätsdiebstahl. Also ich versuche es mal kurz an einem Beispiel, wo ich das Missbrauchspotenzial sehe. Wir als Menschen sind ja so gestrickt, dass wenn uns eine Person etwas sagt und ich halte viel von der Person, dann übernehme ich diese Information, was mir die Person gesagt hat, in mein System und zwar ungeprüft. Dieser Effekt ist noch viel höher, wenn mir zwei Personen scheinbar unabhängig voneinander von derselben Sache erzählen, von der sie überzeugt sind, dann übernehme ich das ungeprüft sozusagen in mein System, daran glaube ich dann einfach. Und das ist quasi eine Stelle, an der Menschen dann leicht hackbar sind, wenn dieser Social Graph vorliegt. Man weiß ja dann auch viel über diese Menschen, in welchen Bereichen sie sich bewegen aufgrund des Social Graphs. Also kann man auch so ein bisschen abschätzen, zu welchen Personen ich wahrscheinlich aufblicke, von denen ich besonders viel halte, weil sie sich vielleicht in noch gebildeteren Kreisen bewegen als ich selbst. Und dann kann man auch noch gucken, welche zwei Personen kenne ich, aber die wiederum untereinander haben nichts miteinander zu tun. Und denen kann man dann quasi über Social Media oder wie auch immer gewisse Informationen einbläuen, von denen sie dann überzeugt sind und mir dann auch erzählen. Und ich bin dann überzeugt. Das ist vielleicht jetzt, mich nur von irgendwas zu überzeugen, ist vielleicht nicht so interessant. Aber wenn wir jetzt an wichtige Entscheidungsträger denken, dann wird es natürlich interessant. Genau. Dann möchte ich noch auf das politische Microtargeting eingehen. Da bin ich so ein bisschen konsterniert, dass das überhaupt erlaubt ist. Also ich kann das gar nicht glauben. Ich möchte es gerade mal erklären. Also man kann aufgrund dessen, was Menschen im Internet tun und was sie dort für Daten hinterlassen, Persönlichkeitsprofile erstellen nach dem sogenannten Ocean-Modell. Also man teilt Menschen danach ein, zum Beispiel nach den Werten von Offenheit für neue Erfahrungen oder Verträglichkeit, Neurotizismus. Also bei Ocean steht jeder Buchstabe für eine Eigenschaft. Und wenn ich dann dieses Persönlichkeitsprofil von jemanden habe, dann kann ich über personalisierte Werbung und Social Media ganz gezielt die Gefühlsklaviatur von der Person dann bespielen. Zum Beispiel, wenn jemand einen geringen Wert bei Offenheit hat, dann blende ich dem vor allem Wahlwerbung ein, die Angst vor Migration schürt und man möge doch meine Partei wählen, damit diese Angst vor Migration eben quasi, ja, dass die Ursache wegkommt. Wir machen was gegen Einwanderung. Und umgekehrt, wenn jemand einen hohen Wert bei Offenheit hat, dann blende ich dieser Person einfach Werbung ein, die Angst vor Beschneidung der persönlichen Freiheiten schürt. Und so kann ich jeden auf emotionaler Ebene ansprechen. Und da das ja vor allem die Gefühlsklaviatur bespielt, macht das einfach den Diskurs entsprechend unwahrscheinlich. Also schon deshalb nicht, weil ja die Menschen unterschiedliche Sachen sehen. Wenn alle dasselbe sehen würden, dann würden Gespräche entstehen. Ah du, die machen gerade so arg Wahlwerbung, wir hätten ein Problem mit Überfremdung, das sehe ich gar nicht so. Also diese Gespräche entstehen gar nicht, weil die Menschen unterschiedliche Dinge sehen. Und der Diskurs entsteht auch deshalb nicht, weil es ja gar nicht um die Sachebene geht. Es wird ganz gezielt die Gefühlsklaviatur bespielt. Aus meiner Sicht stellt dieses Microtargeting eine Gefahr für Demokratien dar. Und wer Geld investiert, der kann dann auch einfach gezielt zum Beispiel NichtwählerInnen aktivieren. Auch das kann man aus den Daten rauslesen und dann eben auch unentschlossene WählerInnen für sich mobilisieren.
Und es ist eben, wie ich gerade argumentiert habe, ein qualitativer Unterschied zu klassischer Wahlwerbung, wo einfach jeder das Gleiche sieht. Da gibt es auch ein spannendes Buch über von Brittany Kaiser, die Whistleblowerin im Cambridge Analytica-Skandal. Das war deshalb damals ein Skandal, weil da Daten benutzt wurden, die hätten gar nicht benutzt werden dürfen. Aber dieses ganze Prinzip, was ich gerade erklärt habe, das funktioniert auch auf ganz legale Weise. Diese Vorhersagen über Menschen, also dass ich die einsortiere, das ist ein eher offener Mensch oder ein Mensch mit keinem so hohen Wert von Offenheit, das sind übrigens keine personenbezogenen Daten. Das sind ja Vorhersagen, die ich aufgrund von anderen Daten gemacht habe. Also das ist interessanterweise nicht von der DSGVO geschützt. Ja, und Microtargeting ist aus meiner Sicht ein Tool, was einfach zur Kriegsführung genutzt werden kann. Also ich habe hier nochmal einen Artikel verlinkt, den ich gerade heute Morgen gefunden habe. Genau, dann ein weiterer Punkt, die digitale Entmündigung. Das ist ein Begriff von Rainer Mühlhoff, der hat ihn geprägt. Das ist ein Professor für Ethik der künstlichen Intelligenz in Osnabrück. Und digitale Entmündigung bedeutet für ihn, dass die Produkte so konzipiert sind, dass Menschen die Fachkonzepte, die dahinter stecken, nicht mehr verstehen. Und er spricht auch von den versiegelten Oberflächen, also jetzt nicht Oberflächen auf Parkplätzen, sondern die Benutzeroberflächen, wo bestimmte Optionen, die rein theoretisch möglich wären, gar nicht mehr angeboten werden oder aber eben mit Nudging gearbeitet wird. Also das, was der Hersteller möchte, wo ich klicken soll, das ist dann eben fett und grün und leicht zu finden. Und die anderen Dinge sind ganz klein, grau und ich habe das Gefühl, was kaputt zu machen, wenn ich da draufklicke oder ich finde es gar nicht erst. Und so kann man gezielt NutzerInnen zur Datenfreigabe lenken. Also man möge die Daten in die Wolke hochladen und alle möglichen Rechte freigeben und so weiter. Und am Ende stützt auch diese digitale Entmündigung den Login-Effekt. Also wenn die Software so gebaut ist, dass ich entscheidende Konzepte dahinter gar nicht mehr verstehe, dann habe ich ja so wenig Wissen, ich kann dann von dem Produkt gar nicht weg, weil ich ja nur dieses Produkt benutzen kann. Also ein Beispiel ist, ich kriege da immer Pickel, wenn ich zum Beispiel an einem Windows-Rechner gehe und da sind standardmäßig die Dateinamenerweiterungen ausgeblendet. Und jemand, der es nicht schon an einem anderen Betriebssystem gelernt hat, der weiß gar nicht, was das ist und versteht gar nicht das Konzept von Dateiformat und so weiter. Oder aber bei einem iPhone, wo die Ordnerstruktur völlig vor dem Nutzer verborgen wird. Also man lernt da gar nicht, dass es sowas wie eine Ordnerstruktur gibt. Das machen irgendwie alles diese schicken Apps für mich. Genau, also so viel mal zur Motivation und zu den Begriffen. Die Frage ist jetzt, was man tun kann. Man kann man kann versuchen, zentrale und geschlossene Dienste zu meiden, zum Beispiel sowas wie WhatsApp. Man kann Dienste meiden, die eine Zustimmung zu langen und unverständlichen AGB verlangen. Die sind ja mit Absicht so lang und also ich soll die ja gar nicht lesen und ich soll sie auch nicht verstehen. Ich soll einfach nur okay sagen, weil ich gerade irgendwas will. Also in der Regel gibt es ja da Alternativen. Zum Beispiel muss man nicht Doodle nutzen, sondern dann gibt es eben auch Noodle, zum Beispiel bereitgestellt von Digital Courage oder TU Dresden bietet da auch eine Instanz an. Dann auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung achten, Open-Source-Programme nutzen und dezentrale und offene Dienste. Wer jetzt denkt, Moment, diese Begriffe sagen mir alle gar nichts, die kann man sich wiederum auf Krypto-Partys erklären lassen. Aber trotz allem möchte ich an der Stelle betonen, das, was die UserInnen einfach individuell am eigenen Gerät machen können, das hat deutliche Grenzen und es ist einfach ein Schutz durch die Politik nötig, also durch die Gesetzgebung, dass bestimmte Dinge, die einfach pervers sind und so nicht sein sollten, dass die einfach gar nicht legal sind.
Genau. Für die praktische Unterstützung am Gerät kann man eben Crypto-Partys besuchen. Da gibt es eine schöne Webseite für cryptoparty.in. Da kann man schauen, was es da in der eigenen Stadt so für Veranstaltungen gibt. Und jetzt denkt man, what the fuck, Crypto-Partys, das klingt so ein bisschen so, als würden da irgendwelche Nerds Verschlüsselungsalgorithmen tanzen. Das ist so ein international etablierter Begriff, der hat sich etabliert nach den Enthüllungen von Edward Snowden, als immer mehr Menschen angefangen haben, ihre E-Mails zu verschlüsseln und das eben auch erst mal lernen mussten, wie das geht, weil das ja auch nicht gerade mit 3 Klicks geht. Und das ist einfach so ein etablierter Begriff, der, glaube ich, in Deutschland nicht so ganz hilfreich ist, weil sich Menschen, die den Begriff zum allerersten Mal hören, andere Dinge drunter vorstellen. Das sind eben Zusammenkünfte, wo Menschen, die sich mit der Materie befasst haben und das erklären können und anderen Menschen zeigen können, wo sie da klicken müssen, dann Laien erklären, wie sie mündiger mit den eigenen digitalen Endgeräten umgehen, wie sie sich zum Beispiel einen fairen Messenger installieren können und so weiter. Genau, also ich habe ja gerade gesagt, die individuelle Ebene am Gerät, die ist wichtig, aber noch bedeutender und noch mächtiger ist einfach die politische Ebene. Und da möchte ich mal einen kleinen Blick auf die Gesetzgebung werfen. Also wir haben die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung der EU, und die ist seit 2018 in Kraft. Und aus meiner Sicht war das ein politischer Durchbruch, weil vorher es einfach so war, wenn ein Akteur aus den USA, also mit Firmensitz in den USA, hier Dinge getan hat auf dem europäischen Markt, da konnte man nur mit den Schultern zucken. Und ja, das Revolutionäre an der DSGVO ist einfach, dass das Marktortprinzip eingeführt wurde. Also es gelten die Gesetze der EU, wenn ein Produkt in der EU angeboten wird, und egal wo der Firmensitz ist. Also es gelten dann, wenn es um den europäischen Markt geht, einfach die Gesetze der EU. Da gibt es eine sehr sehenswerte Reportage über den politischen Prozess, wie das eben auf EU-Ebene beschlossen wurde. Der heißt Im Rausch der Daten. Und da geht es eben um einen grünen Politiker, der da sich wirklich also mit wahnsinnigem Engagement für eingesetzt hat. Und den Film kann man im Internet schauen, der ist da verfügbar. Ich habe hier in die Folien den Link reingesetzt, also die Folien kann man dann am Ende herunterladen. Das ist deshalb sehenswert, weil man da die Bedeutung von Lobbyismus sieht. Da kommen Lobbyisten von Big Tech und die erzählen dann Dinge, von wegen, man könne hier in Europa nichts anderes machen und dann geht ja hier der europäische Markt kaputt und so. Und die erzählen dann Dinge, die auch unmittelbar auf einer emotionalen Ebene wirken, wo dann erstmal jemand anders kommen muss und das klarstellen muss und dann nochmal erklären, hey, das ist nicht so. Und diese anderen, die dann Dinge nochmal klarstellen, im Sinne von Menschen, die vielleicht die Demokratie erhalten wollen, das sind dann eben die Lobbyisten von der anderen Seite, also von Nichtregierungsorganisationen, sowas wie Digital Courage und so weiter, die sich dann für eine faire Gesetzgebung einsetzen. Ja, dieses Gesetz haben wir jetzt, wo dieses Marktortprinzip verankert ist. Jetzt haben wir leider das nächste Problem. Dieses geltende Recht, das muss ja auch durchgesetzt werden. Und die irische Datenschutzbehörde, die hat 2022 von Digital Courage den Negativpreis Big Brother Awards bekommen. Damit möchte Digital Courage sozusagen die Öffentlichkeit darauf aufmerksam machen, dass viele Firmen jetzt den cleveren Move gemacht haben, ihren Firmensitz in Irland zu haben. Und da ist die Datenschutzbehörde so ein kleines, süßes Haus in irgendeinem Industriegebiet, also so klein wie ein Einfamilienhaus. Und die Unternehmen können sich darauf verlassen, dass da eben nichts passiert. Genau, ich meine sogar, ich hätte in den letzten Wochen irgendwann gehört, dieses Problem will man angehen. Auf der Seite von Digital Courage, also bigbrotherawards.de, kann man dann immer nach Updates schauen, also ob sich dann nach diesem Negativpreis irgendwas geändert hat. Da stand heute Morgen noch nichts drin, dass sich tatsächlich was geändert hat, aber ich glaube, da ist irgendwas im Entstehen, meine ich, gehört zu haben. Und ein wichtiger Punkt, den man zur DSGVO noch wissen muss,
Die DSGVO, die schützt uns BürgerInnen und KonsumentInnen, aber eben nur bis zu dem Moment, wo wir zu AGB zustimmen. Ab dem Moment, wo wir zu etwas zugestimmt haben, ist das alles legal, egal was da drin steht. Also das heißt, wenn behauptet wird, irgendwas sei DSGVO-konform, dann bedeutet das einfach nur, also der Anbieter hat halt dafür gesorgt, dass man an einer Stelle akzeptieren klicken muss. Also DSGVO-konform und datensparsam ist nicht dasselbe. Datensparsam wäre, dass man von vornherein guckt, dass gar nicht so viele Daten anfallen und gespeichert werden. Also mit Zustimmung zu irgendwelchen AGB immer vorsichtig sein, da macht man dann Dinge legal, die man vielleicht gar nicht haben will. Und genau dieses Grundprinzip der Zustimmung, das muss eben in Zeiten von digitaler, von künstlicher Intelligenz überdacht werden. Und das möchte ich gerade erklären, warum. Also diese Argumentation habe ich übernommen von Rainer Mühlhoff, den ich da vorhin schon mal erwähnt habe, den Professor für künstliche Intelligenz in Osnabrück. Also zur Erklärung, wenn ich eine sogenannte künstliche Intelligenz habe, so ein Datenmodell, dann ist es ja so, dass ich, wenn ich zum Beispiel von Bildern automatisiert sagen möchte, ob da eine Katze drauf ist oder nicht, dann brauche ich erstmal ganz viel Trainingsmaterial. Ich brauche ganz viele sogenannte annotierte Daten, also Bilder, von denen ich weiß, da ist eine Katze drauf oder eben nicht drauf. Mit diesen Daten kann ich mein Modell trainieren und habe dann eben ein Modell, was mir sagen kann, für Bilder, die KI vorher nicht gesehen hat, ist eine Katze oder ist keine Katze. So, das können wir jetzt machen mit sozusagen harmlosen Daten, die Menschen zum Beispiel auf Social Media preisgeben, welche Likes sie da setzen oder wie sie durch ihren Feed scrollen und bei welchen Dingen sie schnell drüber wegscrollen, bei welchen Dingen sie hängen bleiben. Also völlig harmlose Daten, die nennen wir Hilfsdaten. Das soll unser Input sein für das prädiktive Modell. Und hinten raus sollen sensible Informationen kommen, zum Beispiel, ob die Personen eine bestimmte Krankheit haben, wie ihre geschlechtliche Identität oder sexuelle Orientierung ist. Also Dinge, die manche Menschen freiwillig von sich preisgeben und aber andere bewusst eben nicht preisgeben, weil sie für sensibel halten oder vielleicht auch, weil sie in einem Staat leben, wo zum Beispiel Homosexualität verboten ist. Das funktioniert dann so, ich habe diese Social Media Plattform und dort habe ich ja diese harmlosen Hilfsdaten von allen Teilnehmern oder von allen UserInnen. Alle liken da irgendwas, scrollen durch Profile durch, scrollen über Dinge hinweg, bleiben an anderen Dingen hängen. Also diese harmlosen Hilfsdaten habe ich von allen. Und manche der UserInnen geben dann noch sensible Dinge über sich preis, zum Beispiel eben über ihre sexuelle Orientierung. Und das, wo ich diese Kombination habe von harmlosen Hilfsdaten und sensiblen Daten, das nehme ich als Trainingsmaterial für mein Modell, tue das da rein und dann habe ich eine trainierte KI mit dem Input harmlose Hilfsdaten und Output irgendwelcher sensiblen Informationen, zum Beispiel über Krankheiten. Und dann kann ich ja dieses Modell anwenden auf die NutzerInnen, die eben ganz bewusst diese sensiblen Informationen nicht preisgegeben haben. Also hier diese rosa Quadrate, das sind dann immer jeweils die vorhergesagten Daten. Und das bedeutet letztendlich, aufgrund Daten anderer, die andere Menschen ganz naiv und ohne nachzudenken über sich preisgegeben haben, mit den Daten sind Vorhersagen über mich möglich, obwohl ich darauf achte, eben nicht so viel Informationen über mich im Internet breit zu schmeißen. Oder altruistisch formuliert, Daten, die ich preisgebe, die gefährden andere Menschen. Und deshalb ist eben Datenschutz ein Teamsport. An der Stelle gibt es ganz viele Parallelen so zum Umweltschutz.
Genauso wie beim Umweltschutz versagen auch hier die Marktprinzipien. Das müsste eben auf Gesetzesebene verändert werden. Wir müssten die DSGVO noch mal dahingehend verbessern, indem das Einwilligungsprinzip abgeschafft wird. Es gibt da halt nur ein ganz kleines Problem. Also die Geschäftsmodelle von milliardenschweren Unternehmen wären halt kaputt. Und ich glaube, die DSGVO will, glaube ich, so schnell keiner noch mal anfassen oder Dinge ändern. Aber das wäre sozusagen eine Änderung, die, wenn man sich über diesen Zusammenhang klar ist, dann muss eben dieses Einwilligungsprinzip abgeschafft werden. Genau. Und damit sich Dinge auf Gesetzesebene ändern, ist es auch wichtig, über bestimmte Begriffe Bescheid zu wissen, um dann auch sinnvolle Forderungen zu formulieren. Zum Beispiel ein so ein Begriff, der wichtig ist zu kennen, ist die Interoperabilität. Das bedeutet, dass sozusagen verschiedene Server existieren können, die dann miteinander reden. Also ein Beispiel wäre E-Mail. Ich habe den E-Mail-Anbieter Posteo. Dennoch kann ich Menschen schreiben und die mir, die sich für Gmail entschieden haben. Also das ist dann keine Hürde, dass sich Menschen für unterschiedliche Dienste entschieden haben. Ich könnte sogar hergehen und meinen eigenen E-Mail-Server aufsetzen und könnte dann mit anderen Menschen E-Mail schreiben, die bei einem anderen Provider sind. Das ist Interoperabilität. Ein Gegenbeispiel ist WhatsApp. Wenn ich nicht bereit bin, den Client von WhatsApp auf meinem Handy zu installieren, weil der mich ja wiederum zwingt, mein Telefonbuch hochzuladen, dann kann ich niemanden eine WhatsApp schreiben. Also wäre ja eine sinnvolle politische Forderung, dass eben die Interoperabilität von sehr großen Anbietern, die einfach aufgrund ihrer großen Verbreitung eine wahnsinnige Macht haben, dass von denen die Interoperabilität gefordert wird. Denn dann kann deren quasi Monopolposition eben gebrochen werden. Also es sind ja unglaublich viele Menschen bei WhatsApp auch einfach, obwohl sie Bescheid wissen, dass da ist irgendwas nicht gut, eigentlich will man das nicht, aber einfach, weil so viele andere da sind und die erreicht man einfach nicht anders. Und wenn wir jetzt die Interoperabilität hätten, dann wäre das auf einmal möglich, ohne WhatsApp zu installieren, diesen Menschen eine Nachricht zu schicken über WhatsApp. Genau, und genau diese Forderung, die wurde jetzt tatsächlich erst vor ein paar Monaten in Gesetzestext gegossen, also von den großen Gatekeepern, also Messenger, die einfach einen sehr hohen Marktanteil haben, wird jetzt gefordert, dass sie interoperabel sein müssen. Allerdings ist dann den Anbietern jetzt auch so eine Übergangsfrist eingeräumt. Das ist nicht so ohne, das dann zu programmieren mit einer guten Verschlüsselung auch. Und deswegen wurde da jetzt auch Zeit gegeben. Das wird eine Weile dauern. Also 1-zu-1-Chats werden früher möglich sein als dann Gruppenchats, weil das eben technisch noch mal anspruchsvoller ist, mit einer guten Verschlüsselung zu machen. Da habe ich dann hier auch noch mal einen Link in den Folien zu dem Thema. Wenn wir jetzt bei politischen Forderungen sind, man muss sich natürlich auch mit dem ganzen Thema der sogenannten künstlichen Intelligenz auseinandersetzen. Ich sage das hier so genannt, weil Begriffe prägen ja unser Denken. Und wenn wir immer von künstlicher Intelligenz sprechen, dann unterstellen wir dann automatisch so was Menschenähnliches. Es ist aber nicht menschenähnlich. Die Datenmodelle, die haben kein Verständnis von der Welt und vor allem haben sie keine moralische Urteilsfähigkeit und werden das auch nie haben. Die können nur nachplappern, was irgendein Philosoph mal gesagt hat und können aufgrund dieser Quellen, was irgendwelche Philosophinnen irgendwann mal gesagt haben, irgendwas halluzinieren. Aber da steckt keine moralische Urteilsfähigkeit dahinter. Und deswegen
bin ich dagegen, diesen Begriff künstliche Intelligenz einfach so unreflektiert zu übernehmen, weil das einfach unser Denken prägt. Ich habe mal eine Sendung von Sternstunde Philosophie geschaut aus dem Schweizer Fernsehen. Da war ein Philosoph, der hat das durchgezogen. Der hat die ganze Sendung lang immer gesagt, sogenannte KI. Also dann besser von dem sprechen, was man gerade konkret vor sich hat. Das sind ja auch ganz verschiedene Dinge, die wir da unter dem Oberbegriff KI einfach zusammenfassen. Also von datenbasierten Systemen sprechen oder Algorithmen für automatisierte Entscheidungsfindung. Ich glaube, mit dem Begriff ist dann auch eher klar, wie pervers manche Dinge sind, wo wir das einsetzen, dass Entscheidungen über Menschen getroffen werden. Und was man sich natürlich unabhängig davon auch noch klar machen soll, bei dem ganzen KI-Hype, das braucht Ressourcen, also viel Hardware und eben sehr viel Strom. Das ist alles überhaupt nicht öko. Und gefährdet eben die Demokratie aufgrund dieses Zusammenhangs, was ich gerade erzählt habe mit den grünen und roten Quadraten. Und da gibt es einen sehr guten Vortrag auf mediaccc.de, ein Vortrag von dem Rainer Mühlhoff, den ich heute schon mehrmals erwähnt habe. KI macht Ungleichheit, den kann ich sehr empfehlen. Das verändert nochmal den Blick total auf die sogenannte künstliche Intelligenz. Genau, was kann man jetzt machen, nachdem ich das alles erzählt habe? Weinen und nach Hause gehen. Man kann aber auch Organisationen unterstützen, die eben ihre ganze Power darin stecken, dass Menschen und vor allem auch Politikern zu erklären, die eben Lobbyarbeit machen, nach Brüssel fahren, die Gegenargumente bringen zu dem, was Big Tech erzählt, das sozusagen entmystifizieren, was der Big Tech sagt oder so dagegen argumentieren, dass klar ist, dass diese Argumente sozusagen manipulativ sind, was da so Big Tech erzählt. Genau, also und sie informieren die Öffentlichkeit, zum Beispiel dieser Negativpreis von Digital Courage, der Big Brother Award, das kostet auch Zeit und Geld, das überhaupt auf die Beine zu stellen. Das ist ein großer Aufwand, überhaupt die Recherchearbeit zu betreiben und dann eben diese Gala da auch abzuhalten und so weiter. Und dafür brauchen die einfach Geld, damit sie da auch MitarbeiterInnen haben können und sind auf Spenden angewiesen. Und immer wenn man sich schlecht fühlt in Bezug auf das Thema Datenschutz und wenn man sich Sorgen macht, was das mit unserer Demokratie macht, gerne spenden, das hilft. Dann nochmal, also diese politische Arbeit versus die Maßnahmen, die ich jetzt individuell an meinem Gerät machen kann. Also ich kann ja meinen Datenabfluss sowieso nicht ganz auf null reduzieren, dann müsste ich irgendwie in den Wald oder in eine Höhle oder sonst wo ziehen. Also ich kann diesen Datenabfluss reduzieren auf ein gewisses Maß, aber ich kann es nicht auf null bringen. Und das ist aber, da hätte ich mit meiner ganzen Kraft und was ich da reinstecke, ja immer noch nichts erreicht, weil ja die ganzen anderen Leute dann so viele Daten noch preisgeben und dann ist ja der Schaden trotzdem da. Also auch hier wieder die Parallele zum Umweltschutz. Ich kann auch in Bezug auf Umweltschutz meinen Müll auf ein enormes Minimum reduzieren, aber dann hat sich ja bei den anderen noch nichts geändert. Also ist die politische Ebene die entscheidende. Hier habe ich mein kleines Diagramm zu Pareto gebastelt, also dass man mit, das ist ja so eine Regel aus der Wirtschaft, dass man mit 20% des Aufwandes schon 80% des Ertrages holen kann. Also wenn man sich hier vorn bewegt, im Vergleich zu überhaupt nichts tun, dann ein bisschen was tun, da bin ich hier schon bei 80%. Und wenn ich dann noch mehr Aufwand reinstecke in meinen Geräten, da möglichst wenig Daten rauszugeben, das ist dann immer so arg viel, was ich bewegen kann. Also plädiere ich dafür, bei dem Datenschutz nach Pareto zu handeln, also am Gerät einen vertretbaren Aufwand betreiben, einfach mal die Suchmaschine ändern, einen fairen Messenger installieren und so weiter. Also die Dinge, die so auf Krypto-Partys erklärt werden und empfohlen werden und dann aber nicht einen Wahnsinnsaufwand treiben, sondern lieber dann die Energie einsetzen, um Geld zu verdienen und das dann spenden zu können.
Dann ein kleiner Exkurs in die digitale Mündigkeit in Liebesbeziehungen. Da ist es ja oft so, dass der Mann die Geräte seiner Partnerin einrichtet, weil diese sich das nicht zutraut oder denkt, da ist der Aufwand zu hoch. Das hat dann aber Konsequenzen, auch bei einer Beziehung, die sehr, sehr glücklich ist, wo man sich gar nicht also vorstellen kann, dass die irgendwann mal auseinandergeht. Auch die kann auseinandergehen und dann hat ja der Mann all diese Zugangsdaten. Und dann gehen auch manche Beziehungen eher schmutzig auseinander, von denen man es nicht gedacht hat. Und dann ist es einfach ein Problem, wenn der Mann all diese Zugangsdaten hat. Da sollte man besser vorbeugen, indem man die Geräte alle selbst einrichtet. Und es ist übrigens nicht normal und irgendwie ein besonderes Zeichen von Liebe und Zuneigung und so weiter, wenn man die Daten dann preisgibt. Das ist gesund und wird auch von zum Beispiel mobilsicher.de so verbreitet. Jeder hat seine eigenen Daten. Über sowas wie digitalen Nachlass muss man dann auch mal nachdenken, wie im Todesfall dann irgendwelche Menschen Zugang bekommen. Man sollte das selber einrichten, an der Stelle mündig sein. Wenn dann aber das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, die Trennung ist da und man hat das Gefühl, vom Partner gestalkt zu werden, da haben die Hexen, also die Fintech-Gruppe innerhalb des C3, eine tolle Webseite gemacht, antistalking.hexen.org. An der Stelle möchte ich auch diesen Exit-Button erläutern. Wenn das in einer Situation kurz vor der Trennung irgendwie Geräte werden vielleicht sogar gemeinsam benutzt und man schaut auf dieser Webseite sich um, dann kann man hier auf den Exit-Button gehen, dann wird das gelöscht aus der Chronik und man kommt auf eine unverfängliche Google-Anfrage. Da kann man also das verbergen, dass man gerade auf dieser Seite unterwegs war. Genau, dann habe ich hier viele Informationen gegeben und hoffentlich ist das Bedürfnis da, sich dann noch weiter rein zu vertiefen. Hier habe ich ein paar tolle Quellen, also die erwähnte vom Bund finanzierte Informationsquelle mobilsicher.de. Die machen Dinge auf hohe Qualität. Ich bin auch ein Fan von Alexander Lehmann, der macht ganz tolle Erklärvideos, also da gerne mal reingucken. Digitalcourage, was ich mehrmals heute erwähnt habe. Dann für Fortgeschrittene kann man hier beim Cookheads-Blog Dinge nachgucken. Und wie gesagt, bei CryptoPartyInnen auch. Ja, dann danke ich für die Aufmerksamkeit. Und hier kann man auch die Folien herunterladen. Ah, und das Spenden nicht vergessen. Das ist dann hinten in den Folien. Danke, Silvia. Gibt es Fragen? Ja, Silvia, vielen Dank für den Vortrag. Ich habe eine Frage zu dem Thema Interoperabilität. Das hast du angesprochen, das Thema. Ich bin mir da nicht ganz sicher, ob das so eine gute Idee ist. Du hast ja auch das Thema der Metadaten angesprochen. Mhm. Also wenn jetzt alle Messenger miteinander kommunizieren, führt das jetzt nicht dazu, dass dann dadurch, dass alle miteinander kommunizieren, die Informationen, also Metadaten, dann von Nicht-WhatsApp-Nutzern dann auch bei WhatsApp? Da hat der Gesetzgeber zum Glück mitgedacht, dass dieser Zwang zur Interoperabilität gilt nur für die Gatekeeper. Also Signal und Threema haben das Recht, einfach zu sagen, wir machen weiter wie bisher. Und das haben sie auch angekündigt, dass sie sich nicht öffnen hin zu WhatsApp. Aber die Monopolstellung ist schon mal gebrochen oder kann potenziell gebrochen werden. Metadaten werden mehr, die jeder einzelne. Wir werden sehen, was passiert. Wie genau ist Gatekeeper definiert? Und sozusagen ist bestimmt durch einen Marktanteil zum Beispiel. Genau, über den Marktanteil, die Prozentzahl weiß ich gerade nicht auswendig. Also WhatsApp und wohl auch iMessage fallen darunter. Okay, ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Ich sehe noch eine weitere Frage. Mit der Bitte, die schnell zu stellen, weil wir müssen gleich hier Feierabend machen. Bei dem Punkt mit den Oberflächen, dass das zu einfach ist,
da sehe ich so ein bisschen das Problem, dass wenn man da alle möglichen Konfigurationseinstellungen anbietet und dann auch Konfigurationseinstellungen, die vielleicht Sicherheitsprobleme verursachen können, dass dann viele Nutzer, die eben keine Experten sind, wie zum Beispiel die Großeltern, da sehr einfach was verkonfigurieren können und man dann für einen Großteil der Bevölkerung Sicherheitsprobleme verursachen kann, die man nicht hätte, wenn es diese Einstellung nicht gibt. Ja, das Design von User Interfaces ist sicher keine triviale Sache, aber wenn ich das Ziel habe, möglichst einen Login-Effekt zu schaffen und die Leute bei mir zu halten und möglichst gar nicht möchte, dass Menschen Dinge verstehen, wird es ein anderes Interface sein, als wenn ich denke, Fachkonzepte dahinter sollen auch verstanden werden. Alles klar. Dann würde ich sagen, nochmal einen Riesenapplaus für Silvia.